Der Super Samstag. Mit der Bundesliga-Konferenz. Das Original. Und damit herzlich willkommen in der Konferenz. Der FC Schalke 04 trifft auf die Hertha aus Berlin. Der 25. Spieltag in der Bundesliga bringt eine neue Konferenz. Hoffentlich dieses Mal mit mehr Toren als in der vergangenen Woche. Damals ja bei 4 Partien nur 4 Tore im Endeffekt. Und mit den ersten Eindrücken aus Gelsenkirchen gehen wir weiter nach Frankfurt. Da ist Hannover zu Gast. Und die Eintracht aus Frankfurt hat nach dem 1:0 in Stuttgart natürlich wieder etwas gut zu machen. Als auswärtsstärkste Mannschaft der Liga nach Bayern möchten sie jetzt wieder zu Hause dann Punkte mitnehmen, wenn es auswärts schon nicht klappt. Hannover ist zu Gast, bei denen ging es auch 0:1 verloren. Wir gehen weiter und landen in Augsburg, schauen noch auf die Aufstellung der Fuggerstädter und auch die der Gäste. Kommt hier gerade rein, TSG Hoffenheim. Nach dem 1:1 gegen Freiburg konnten sie nicht sonderlich zufrieden sein. Jetzt geht's gegen Augsburg, die auch gut in Form sind. Wird nicht einfach, wir schauen nach Hamburg, da ist es richtig spannend. Denn die Konstellation lässt es nicht anders zu. Zwar 7 Punkte Unterschied, aber hier trifft der 17. auf den 16. und der HSV mal wieder ein Endspiel. Zum x-ten Male wurde das gepredigt, aber so langsam scheint sich das wirklich zu bestätigen. Der HSV muss hier gewinnen, ansonsten sieht's richtig duster aus. Wir schauen nach Wolfsburg unter Bruno Labbadia, das erste Heimspiel für den VfL. Ja, und bei den Wölfen möchte man natürlich auch verhindern, wieder in die Relegation gehen zu müssen. Da würde sich der HSV natürlich drüber freuen, aber das möchten die Wölfe zu verhindern wissen. Leverkusen ist zu Gast nach dem 0:2 zu Hause gegen Schalke. Haben sie aber auch wieder was gut zu machen. Und in Gelsenkirchen erfolgt der Ampfiff als nächstes. Genau, wir sind hier schon ein wenig weiter voraus. Die Hertha in den roten Trikots wird anstoßen von rechts nach links in der ersten Halbzeit. Und die Berliner haben sich ja gut schlagen können am vergangenen Samstag in München. Ein 0:0, sehr respektabel. Der FC Bayern natürlich so ein wenig in Ruhemodus, möchte man fast sagen. Aber die Hertha hat es gut gemacht. Das möchte man ihnen nicht absprechen. Aber Schalke hier natürlich deutlich der Favorit. Sie möchten direkt in die Champions League. Und hier kommen sie direkt das erste Mal über Amine Harit. Aber der Ball wurde verschlammt. Tuonariga ist dazwischen. Und jetzt gegebenenfalls der erste Gegenangriff der Berliner, das ist Lecky, Vorteil gegeben, Matthew Lecky über die rechte Seite, Naldo dazwischen, wir gehen weiter nach Frankfurt. Wir sind hier jetzt auch schon bei knapp 6 gespielten Minuten, die Frankfurter hier in Weiß von links nach rechts in der ersten Halbzeit, Hannover allerdings mit dem ersten Vorstoß. Groß aber erstmal dazwischen. Tor in Hamburg und das erste Tor der Konferenz in Hamburg, wir geben in den Volkspark. Der erste FSV Mainz 05 führt mit 1:0 nach 8 Spielminuten. Giulio Donati mit seinem ersten Saisontor und was für ein wichtiges und was für ein rabenschwarzer Auftakt für den HSV. Giulio Donati als rechter Verteidiger nicht zwangsläufig dafür bekannt, die Dinger da so reinzuhauen, aber diesmal ist er zur Stelle. Mit nach vorne gekommen, völlig alleine gelassen im 16er. Und damit der HSV schon früh in Rückstand. Es sind hohe Sicherheitsaufkommen getroffen worden. Gegebenenfalls werden die auch vonnöten sein, wenn das hier verloren geht. Die Partie ist natürlich noch lang, aber der Schock sitzt sicherlich jetzt erstmal tief. Auch beim Hamburger Anhang, der hier bislang gute Stimmung verbreitet hat. Jetzt mal Hamburg aber nach vorne. Können sie direkt zurückschlagen? Nein, Donati, der Torschütze zum 0:1, ist erstmal dazwischen. Das ist natürlich bitter für den HSV. Auf Mainz jetzt 10 Punkte Rückstand. Das ist schwer aufzuholen. Kommen Sie jetzt mal nach vorne. Kostic, Fehlpass. Wir geben eine Station weiter. Und landen in Augsburg. Hier haben sich beide Teams so langsam in die Partie eingefunden. Und jetzt gibt es scheinbar die erste Möglichkeit. Marcel Heller. Und um ehrlich zu sein, kann man da auch mehr draus machen.
fehlt am Ende ein Meter zum Erfolg. Oliver Baumann fliegt vergeblich, aber ein guter Auftakt. Beide Teams hier können sich ja von den Abstiegssorgen einigermaßen frei machen. Der FC Augsburg, der ist natürlich damit höchst zufrieden. Für Hoffenheim sollte es natürlich bestenfalls europäisch werden, aber so klappt es nicht. Wie beim 1:1 gegen Freiburg haben sie zu viele Schwächen bewiesen. Und jetzt kommt wieder Augsburg, die hier erstmal den besseren Eindruck machen. Jonathan Schmid, Viertelstunde gespielt. Der nächste Abschluss, den schauen wir uns nochmal an. Und dann gehen wir weiter ins nächste Stadion nach Wolfsburg. Und hier fällt gerade das 1:0 für den VfL, aber Konfusion auch beim Linienrichter, sieht man es jetzt. Abseitssituation, aber das auch korrekt. Doch der Auftakt der Wölfe hier ist durchaus ansehnlich. Sie spielen hier nicht so, als wären sie seit Ewigkeiten wieder auf der Suche nach irgendeiner Form. Und Leverkusen, naja, die sind auch nicht so richtig in den Tritt gekommen bislang. Immer wenn man glaubt, jetzt könnte es bei Leverkusen wieder besser laufen, belehren sie uns eines Besseren. 0:2 gegen die Hertha zu Hause, 0:2 gegen Schalke zu Hause. Das ist nicht der Anspruch eines Teams, das nach Europa möchte, besonders in die Champions League. Dafür ist das zu wenig. Wir schauen nochmal, ob Leverkusen hier auch den ersten Akzent nach vorne setzen kann. Volland gegen Giavogi. Nein, Knoche dazwischen. Wir geben weiter. Und hier kommt gerade ein guter Schuss von Amine Harit auf das Tor der Hertha. 21. Spielminute. Eine ausgeglichene Partie. Beide Teams haben hier gute Möglichkeiten. Spiel nach vorne. Eine ansehnliche Partie bislang. Kann man nicht anders sagen. Und Rune Jahrstein wird den Ball jetzt vermutlich weit in die gegnerische Hälfte prügeln. Und das macht er auch. Aber der FC Schalke 04 gerade mit der etwas besseren Gelegenheit, auch tendenziell die etwas bessere Mannschaft. Goretzka auf Di Santo, kein Abseits und Tor! 1:0 für FC Schalke 04, Franco Di Santo mit dem Führungstreffer für Königsblau. Hatte sich ja eben durch den Schuss von Harit schon so ein wenig angedeutet. Jetzt ist es Goretzka, der Di Santo bedient. Der hat da zu viel Freiräume. Und Jahrstein aus der Distanz. Schwer ihm da einen Vorwurf zu machen. Kann vielleicht besser reagieren. Aber mit diesem 1:0 und diesen Eindrücken gehen wir weiter nach Frankfurt. Da steht es noch torlos. 0:0. Aber hier deutet sich so langsam auch ein Treffer an. Danny da Costa, hier testet er Philipp Czauner im Tor von Hannover 96. Schöne Parade vom Hannoveraner Schlussmann beim 0:1 vergangene Woche gegen Gladbach. Dieses Traumtor von Kramer, da war er machtlos. Frankfurt kommt jetzt per Eckstoß von der rechten Seite vom Tor weggetreten. Und Czauner kann den Ball erstmal per Faust aus der ersten Gefahrenzone parieren. Nichtsdestotrotz nochmal die Möglichkeit erstmal zum Einwurf geklärt von Ilas Bebu, der hier auch gut nach hinten arbeitet. Frankfurt jetzt mit der Flanke. Sebastian Haller und wieder Philipp Czauner. Der ist hier voll aufmerksam. Sehr gute Aktion von ihm. Gibt jetzt die Kontermöglichkeit für Hannover. Füllkrug, der den Ball da lange halten kann, dann mit dem weiten Ball auf Fallett. Der hat den Ball. Wir geben weiter. Und landen in Augsburg, da kommt Philipp Max gerade über die linke Seite und erstmal kein Torschuss, aber der kommt jetzt gegebenenfalls. Vogt klärt den Ball nicht weit genug, der Ex-Augsburger. Dann bekommt Bayer den Fuß auf den Schlappen und versucht den Ball in den Winkel zu hauen. Knappe Kiste, also Augsburg hier tendenziell die etwas bessere Mannschaft, aber auch die Spielanteile der Sinsheimer dürfen hier nicht unter Verschluss bleiben, denn beide Teams, wie gesagt, spielen hier gut mit. Auch Hoffenheim als Auswärtsteam mit immer wieder guten offensiven Akzenten. Hier ist es jetzt Kramaric allerdings, der von Hinteregger gut bearbeitet wird. Wir gehen weiter nach Hamburg. Da steht es 0:1. Und der erste FSV Mainz 05
hat das hier gerade ganz gut unter Kontrolle. Der HSV kommt nicht zu sonderlich vielen Möglichkeiten. Kein gutes Heimspiel, mal wieder möchte man sagen. Aber jetzt sind sie zumindest auf dem Weg nach vorne, aber auch wieder das fehlerhaft. Bell ist dazwischen und möglicherweise Tor in Wolfsburg. Kontermöglichkeit. Tor in Wolfsburg, da gehen wir natürlich hin. Und zwar 1:0 für den VfL. Daniel Didavi, 33. Spielminute. Das 7. Saisontor für Daniel Didavi. Und das ist natürlich richtig wichtig aus Wolfsburger Sicht und für den HSV die nächste Hiobsbotschaft. Ein weiterer Konkurrent im Abstiegskampf, der noch weiter davon rückt. Und das ist für Daniel Didavi eine schöne Sache. 7. Saisontor, beglückt damit seinen neuen Trainer Bruno Labbadia, der jetzt den ersten Sieg holen möchte im zweiten Spiel und im ersten Heimspiel. Ist es natürlich möglich. Also, der VfL führt mit 1:0. Wir geben weiter nach Gelsenkirchen. Da steht es auch 1:0, auch für das Heimteam. Ja, aber die Hertha lässt sich davon nicht unterkriegen und spielt weiterhin mit gut nach vorne. Davy Selke auf Lazaro. Kalou ist das mit dem Abschluss. Etwas zu spitz der Winkel, aus dem hier Salomon Kalou das Tor anvisiert. Ralf Fährmann ist zur Stelle in der kurzen Ecke, macht das auf Nummer sicher, klärt den Ball zur Ecke. Aber wie gesagt, die Hertha spielt hier sehr gut mit und ist auch drauf und dran, hier einen Treffer zu erzielen. Plattenhardt mit dem Eckstoß und dann ist Selke da per Kopf. Kehrer klärt das im Endeffekt. Gute Reaktion von Ralf Fährmann, der die Arme dann auch hochgerissen bekommt und den Ausgleichstreffer verhindert. Plattenhardt wieder mit der Ecke. Die sind brandgefährlich, in der Regel zumindest. 38. Spielminute. Kann was draus passieren? Nein, der Ball ist weg und wir gehen ins nächste Stadion nach Frankfurt. Ja, und da kommt Hannover gerade. Ivar Fossum, schöner Abschluss. Trifft allerdings nicht das gewollte Ziel, sondern nur die Werbebande im Hintergrund. Lukas Radetzky muss da nicht einstreiten, aber es ist eine gute Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Einzig und allein das Tor fehlt noch 5 Minuten knapp vor der Pause. Dennoch beide Teams mit einer sehr zufriedenstellenden Saison. Vielleicht sogar deutlich über den Erwartungen, das aber garantiert, dass eigentlich viel möglich ist. Wir geben nochmal weiter ins nächste Stadion und landen in Augsburg. Hier steht es auch noch torlos. Der FC Augsburg und die TSG aus Hoffenheim liefern sich hier eine gute Partie auf Augenhöhe und eigentlich ein Wunder, dass es hier auch noch torlos steht. Beide Teams mit vielen Möglichkeiten, teilweise sehr großen. Und jetzt kommt nochmal Augsburg vor der Pause. Jonathan Schmid mit dem Flankenball und in der Mitte Philipp Max. Was macht der denn da? Der Außenverteidiger wird zum Kopfballungeheuer und macht das 1:0 für den FCA. Philipp Max, zweites Saisontor für ihn und der Vorlagengeber wird zum Torschützen. Da sieht natürlich auch Akpoguma alles andere als gut aus in der Mitte. Für Oliver Baumann ist da nichts mehr zu machen. Also 1:0 für den FC Augsburg, vermutlich zur Halbzeit. Wir gehen nochmal eine Station weiter und zwar nach Hamburg. Und der HSV läuft hier auch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit diesem 0:1 hinterher. Kostic bringt den Ball in Richtung Gehäuse von Robin Zentner, aber deutlich zu ungefährlich. Der HSV hätte auch das 1:1 schon erzielen können. Hahn unter anderem mit einer Möglichkeit. Aber noch steht es eben 0:1 und so geht es vermutlich auch in die Pause. Es sei denn, Kostic hat jetzt hier nochmal einen Geistesblitz. Nein, verliert den Ball in Leon Balogun. Halbzeit hier in Hamburg 0:1. Wir gehen nochmal nach Wolfsburg. Da wird noch gespielt. Und da kommt Leverkusen gerade. Und Volland
aus kürzester Distanz bringt den Ball nicht an Castells vorbei, beziehungsweise das schon, aber dann ans Aluminium und dann Castells mit Glück, dass der Ball von seiner linken Fußspitze nicht ins Tor prallt. Aber Leverkusen hätte jetzt hier durchaus das 1:1 verdient gehabt, allerdings eben Pech in dieser Situation, dass nur der Pfosten getroffen wurde. Aber nochmal Eckstoß, Baumgartlinger per Kopf, Kuhn Castells hat den Ball und dann dürfte hier jetzt auch langsam Pause sein. So ist es auch. In den anderen Stadien wird ebenfalls nicht mehr gespielt. Eine Viertelstunde Pause und dann geht es weiter in der zweiten Halbzeit mit der Konferenz der ersten Bundesliga. So, und hier ist jetzt gerade Pause. Ich mache nochmal ein bisschen Werbung, unter anderem für Quotenwilli Sportwetten. Da geht es nicht nur um Sportwetten, aber eben auch der Typ hat Ahnung von Fußball. Die Prognosen schaue ich mir gerne an und höre ich mir auch gerne an. Deswegen schaut den gerne in der Infokarte mal an. Link ist dabei. Ebenfalls oben in der Beschreibung verlinkt für wahrscheinlich eher nach der Konferenz dann noch die Prognose zu den anderen vier Partien und auch die Spiele hier in der Konferenz zusammengefasst, kurz und kompakt. Wer da noch Bock drauf hat, auch oben in der Infokarte. Aber wie gesagt, das macht wahrscheinlich mehr Sinn nach der Pause. Ich bin gleich fertig mit Labern, würde mich natürlich über ein Abo oder einen Daumen freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Viel Spaß jetzt mit der zweiten Halbzeit in der Bundesliga. Bis später. Wir sind wieder zurück in Augsburg und schauen uns nochmal das 1:0 von Philipp Max an, der per Kopf erfolgreich war. Und jetzt geht es direkt weiter. Hoffenheim mit dem Anstoß. Jetzt in den orangenen Trikots von links nach rechts im zweiten Durchgang. Die wollen hier natürlich nicht verlieren. Allerdings stellt sich Scholler hier direkt mal ins Abseits in der ersten Situation. Schauen wir drauf. Knappe Sache, aber richtig. Die Abseitslinie ist gezogen. Und Julian Nagelsmann dürfte natürlich nicht zufrieden sein. So kann es aus Hoffenheimer Sicht nicht Tor in Wolfsburg. Weitergehen. Ab nach Wolfsburg. So kann es weitergehen. Der Ausgleich. Tin Yedwai. 47. Spielminute. 1:1. Leverkusen sticht postwendend nach Wiederanpfiff zu. Yedwai im 16er zu frei. Castells mehr oder weniger ausgespielt. Bitter natürlich. Der Ausgleich. Tin Yedwai, erstes Saisontor nach langer Verletzungspause wieder dabei. Wir gehen aber erstmal weiter nach Gelsenkirchen. Wo sich der FC Schalke 04 und die Hertha aus Berlin eine gute Partie gegenseitig vor die Nase halten, vor die Stirn halten. Besonders den Zuschauern dürfte das gefallen. Das nächste Tor in Augsburg. 2:0 für den FC Augsburg. Sean Parker, erstes Saisontor. Und was für eins. Es könnte kaum schöner sein. An der 16er Kante hat er viel zu viel Platz. Schauen Sie sich das an. 5 Mann von Hoffenheim. Jeder gibt ihm mindestens 3 Meter Platz. Und dann hängt er den Ball in den Winkel. Wunderschön. 2:0. Guter Auftakt in die zweite Halbzeit für den FCA. Wir gehen weiter nach Frankfurt. Ja, hier steht es noch torlos 0:0. Hoffen natürlich, dass sich das im zweiten Durchgang ändert. Die Chancen waren da im ersten Durchgang. Diese wurden allerdings nicht umgemünzt in Tore. Jetzt kommt Willems da. Der ist wieder neu dabei und bringt den Flankenball auf Schändler, der jetzt auf die rechte Seite gewechselt ist. Allerdings das zu schwach. Gibt es den Gegenangriff, beziehungsweise er schließt sich daraus eine Möglichkeit. Jonatas über die linke Seite ist jetzt kein Flügelstürmer per se. Und das sieht man hier auch. Das dauert zu lange. Dann ist Frankfurt dazwischen. Gute Verteidigungsarbeit von Niko Kovac. So gewollt und so gelehrt. Wir gehen weiter nach Hamburg. Da steht es nach wie vor 0:1. Und der Ausgleich müsste langsam mal fallen. Die Möglichkeiten sind da. Das ist Aaron Hunt, der den Ball noch ans Außennetz haut nach dieser Ecke.
aus spitzem Winkel. Dennis Diekmeyer hätte ihn vermutlich auch nicht gemacht. Nach wie vor ja eher ohne ein einziges Bundesligator. Aber der HSV versucht es zumindest. Natürlich, das muss man erwarten. Aber der erste FSV Mainz lässt das auch nicht einfach so mit sich machen. Sie kommen nämlich immer wieder nach vorne, wie hier gerade. Quaison auf Uja, Anthony Uja auf De Jong, Nigel De Jong. Und dann ist der Ball geklärt. Papadopoulos haut den Ball raus, gibt es die Kontermöglichkeit. André Hahn, nein, ab nach Wolfsburg. Und dieses 1:1 hat den VfL erstmal beeindruckt. Und fast das 1:2 genau in dieser Sekunde. Karim Bellerabi, spitzer Winkel. Wäre vermutlich hier aus dieser Perspektive gesehen auch nicht reingegangen. Castells macht sich allerdings an den Ball, geht runter und pariert zum Eckstoß. Leon Bailey bringt den rein. Von der rechten Seite zum Tor hingezogen. Und das sieht gar nicht mal so ungefährlich aus. Bellerabi, nicht für seine Kopfballstärke bekannt. Nicht zwangsläufig derjenige, den man nach einem Eckstoß sucht in der Mitte. Aber wenn es so klappt, warum denn nicht? Aber man sieht eben, der Allergrößte ist er nicht. 62 Minuten jetzt gespielt. Leverkusen eben ein bisschen das Zepter in die Hand genommen. Der VfL voll im 1:1 durchaus beeindruckt. Wir schauen nochmal, abgepfiffen. Wir gehen weiter nach Gelsenkirchen, wo es nach wie vor 1:0 für die Hausherren steht. Und Bentaleb hat hier gerade eine richtig gute Chance. Schöner Schuss. Jahrstein pariert. Und der Nabil Bentaleb, der ja den Elfmeter in der 89. gegen Leverkusen verwandeln konnte, sich gegen Caligiuri mehr oder weniger im Wortgefecht per Argument durchgesetzt hat. Fast mit dem 2:0. Aber Schalke hat jetzt hier Eckstoß und Di Santo bringt den Ball allerdings erstmal selber aus der Gefahrenzone. Und jetzt Kontermöglichkeit für die Hertha. Fragezeichen. Mitchell Weiser. Tor in Hamburg. Dauert ein bisschen zu lange. Wir gehen nach Hamburg natürlich. Da ist ein Tor gefallen. Der Ausgleich. Bobby Wood mit dem 1:1. 66. Spielminute. Der HSV ist back in the game. Das ging deutlich zu einfach. Eine kleine Passstaffette und dann ist Bobby Wood völlig frei. Das muss man ja dazu sagen. Der erste FSV Mainz 05 auch nicht ohne Fehler in dieser Saison. Tor in Wolfsburg. Und der nächste Treffer in Wolfsburg. Jetzt geht's hoch her. Und die Hiobsbotschaft für den HSV folgt nach diesem 1:1 wie auf dem Fuße. Paul Verhaag, Direktabnahme mit links. Dass man das nochmal sieht von Paul Verhaag, hätte man sich vermutlich auch nicht erträumen lassen. 1:2 aus Leverkusener Sicht, 2:1 für den VfL, wieder in Führung und wir geben weiter nach Frankfurt. Ja, und wir warten hier immer noch auf den ersten Treffer. Das einzige Spiel, das noch torlos steht, haben wir hier in der Commerzbank Arena. Füllkrug hier gerade allerdings verfehlt da das Tor doch recht deutlich. Aber an den Torchancen mangelt es hier eigentlich nicht. Also wir warten eigentlich darauf, dass auch hier das erlösende Tor fällt. Beide Teams mit Chancen, allerdings halt im Abschluss noch nicht konsequent genug. Schade natürlich aus neutraler Sicht, aber mit dem 0:0 könnten beide vermutlich auch leben, aber es sind ja noch über 20 Minuten zu spielen. Da möchte ich gar nichts mal so voraussagen. Und Chauner haut den Ball erstmal aus dem eigenen 16er raus, kommt aber postwendend zurück. Kevin Prince Boateng, das dauert zu lange. Fernandes, Rebic, Kevin Prince Boateng, Haller auf den Fernandes. Und dann ist es Chauner, der den Ball begräbt. Wir geben weiter. Ja, das sieht ja gar nicht mal so uninteressant aus bei dir. Wir haben bislang auch erst einen Treffer gesehen. Natürlich immer noch einer mehr als in Frankfurt. Aber auch hier ist es eine gute Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Und die Hertha hätte so langsam das 1:1 verdient. Aus neutraler Sicht muss man das sagen. Chancentechnisch beide Teams hoch auf. Es ist eine tolle Tor in Augsburg. Partie. Tor in Augsburg. Spannend oder die Entscheidung?
Spannend, würde ich sagen. Pavel Kaderabek in der 73. Spielminute bringt die TSG wieder ran. 2:1 nur noch. Und noch genug Zeit, das 2:2 zumindest zu erzielen. Und es ist wieder ein Außenverteidiger, der hier per Kopf trifft. In der ersten Halbzeit Philipp Max auf der Gegenseite. Jetzt Pavel Kaderabek, der rechte Verteidiger. Also, was ist denn hier los, meine Damen und Herren? Aber das ist auch verdient. Hoffenheim engagiert sich hier und das 2:1 jetzt war so langsam auch überfällig. Augsburg etwas zurückgefahren, müssen sich jetzt allerdings nochmal konzentrationstechnisch ganz, ganz warm anziehen, denn Hoffenheim möchte dieses 2:1 so natürlich nicht stehen lassen. Wir schauen nochmal, ob sich direkt was Neues ergibt. Hoffenheim mit der Balleroberung, Amiri verliert den Ball, wir geben nach Hamburg. Da steht es jetzt 1:1. Und der HSV ist drauf und dran, das 2:1 zu erzielen. Kostic mit der Flanke abgewehrt. Das ist jetzt hier eine richtig packende Partie. Es ist natürlich ein kleines Endspiel. Vielleicht sogar ein großes hier im Volkspark, von dem so viel abhängen kann am Ende der Saison. Jetzt sind es noch 7 Punkte Rückstand auf den ersten FSV Mainz. Ein Tor und es wäre nur noch 4. Und das wäre richtig wichtig. Jetzt kommt aber erstmal der Gast. Das ist Nigel de Jong. Nigel de Jong, Martinia Held, Tor in Wolfsburg. 2:2. Leverkusen gleicht erneut aus. Diesmal ist es Kevin Volland, der den Wölfen den Sieg wieder aus der Hand zu reißen scheint. Schönes Tor. Alario nimmt den Ball mit der Brust an, leitet ihn weiter. Und Kevin Volland mit seinem schwächeren rechten Fuß überlistet Kuhn-Castells. Der Ball schlägt im langen Eck ein. Ausgleich also für Leverkusen, die hier natürlich auch unbedingt gewinnen wollen. Die direkte Champions League-Qualifikation anfokussieren. Allerdings Schalke führt, Dortmund spielt heute Abend noch gegen Leipzig. Also ein Dreier wäre hier schon fast essentiell. Aber Wolfsburg braucht ihr natürlich auch, um ein bisschen mehr Luft im Abstiegskampf schnuppern zu können. Kommen sie hier postwendend zum 3:2. Yunus Malli auf Steffen. Yunus Malli über die linke Seite. William, der Ball ist geklärt. Wir geben weiter nach Frankfurt. Und es steht hier noch immer 0:0. Keine ganzen 10 Minuten, offiziell zumindest, mehr auf der Uhr. Und so ein bisschen deutet sich hier ein torloses Remis an. Natürlich, es ist noch genug Zeit für beide Teams und beide Teams hätten es auch irgendwo verdient, ein Tor zu erzielen. Allerdings hätte es eigentlich kein Team verdient, hier zu verlieren, denn beide liefern hier eine gute Leistung ab. In einer guten Saison, die beide eben spielen. Und das möchte man niemandem natürlich absagen. Hannover als Gastmannschaft natürlich vielleicht mit dem 0:0 noch zufriedener. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Knapp 6,5 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Jonatas, Bebu und dann Bakalorz dreht sich erstmal und dann Fallett. Was macht der denn da? Und es gibt Rot. Es sah zumindest von hier oben sehr, sehr unglücklich aus, was Simon Fallett da macht. Grätscht von hinten Bakalorz um. Und dann gibt es glatt Rot. Es ist nicht die offene Sohle. Darüber lässt sich diskutieren, aber eine hundertprozentige Fehlentscheidung liegt hier auch nicht vor. Und jetzt die letzten 5 Minuten Frankfurt in Unterzahl. Das kam jetzt wirklich aus dem rein gar nichts. Eine faire Partie, eine tolle Partie, die so etwas nicht nötig gehabt hätte. Und Fallett vielleicht etwas überhastet mit der roten Karte. Und Freistoß, Füllkrug. Allerdings Tor in Wolfsburg über den Kasten und Tor in Wolfsburg. Wer ist in Führung? Der VfL geht zum dritten Mal in dieser Partie in Führung. 86. Spielminute, Daniel Didavi, Doppelpack. Erst ist noch Leno zur Stelle, aber kann den Ball nicht richtig wegkriegen. Malli prüft ihn da erst und dann aus Spitzenwinkel ist Daniel Didavi am richtigen Ohr. 3:2 für Wolfsburg. Bruno Labbadia steht im zweiten Spiel vor dem ersten Sieg mit dem VfL. Wir geben nochmal nach Schalke. Das ist auch spannend.
Und Hertha hätte hier diesen Punkt wirklich verdient. Sie haben immer mehr Chancen auf dem Tacho zu stehen, beziehungsweise steht das ja nirgendwo, denn das, was zählt, ist oben auf der Anzeigentafel markiert. Da steht 1:0 Schalke und nur das ist im Endeffekt maßgeblich für das, was auf der Tabelle berechnet wird. Aber sie haben, wie gesagt, dieses 1:1 durchaus verdient oder hätten es verdient. Sie kommen jetzt nochmal über Wladimir Darida. Das dauert ein bisschen zu lange. Sjelbred mit dem langen Ball jetzt. Genialer Ball. Salomon Kalou. Fährmann hält. Schalke klärt. Weiter. Und zwar in Augsburg. Da kommt nochmal Hoffenheim. Hoffenheim. Auch hier fast der Ausgleichstreffer. Allerdings nur die Latte. Kommen sie nochmal. Kader Rabeck. Grilic bringt den Ball hoch rein. Dann so klärt. Die Partie ist aus. Augsburg gewinnt am Ende. Durch einen glücklichen Aluminiumtreffer jetzt in der letzten Minute mit 2:1. Wir gehen nach Hamburg, da wird noch gespielt. Und der HSV kommt nochmal. Eckstoß von der rechten Seite. Papadopoulos. Jetzt so ein Lucky Punch, das wäre HSV-typisch. Und man muss es ja fast diesen Begriff von Bayern-Dusel in HSV-Dusel umbenennen. So oft, wie es in den letzten Jahren immer noch geklappt hat, das wäre jetzt so ein Moment gewesen. Aber sie haben noch 3 Minuten knapp auf der Uhr und sie haben den Ball wieder in ihrem Besitz. Salihovic auf Hunt, Aaron Hunt, Bobby Wood. Der weiß nichts mit dem Ball anzufangen. Doch, Salihovic ist aber kein Rechtsfuß und da ist er zu eigensinnig. André Hahn war noch rechts dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist André Hahn, Rechtsfuß aus der Position, vielleicht besser mit dem Schuss dran gewesen, aber im Endeffekt ist man immer schlauer. Doch die Nachspielzeit ist noch nicht abgelaufen. Der HSV, jetzt kämpft er. Das war lange Zeit in der Partie zwischendurch immer wieder dabei. Jetzt ist eine richtige Druckphase im Schlussspurt, aber Diallo ist dazwischen, klärt den Ball nicht richtig. Salihovic nochmal mit dem Abschluss, aber das dürfte es gewesen sein. Zentner hat den Ball, bringt ihn nach vorne. Van Drongelen nochmal, die Partie ist noch nicht aus. Serdar, jetzt ist es aus. Der HSV spielt 1:1 und möglicherweise trudelt er damit einen Schritt weiter in Richtung Liga 2. Mainz wird dem 1:1 deutlich mehr abgewinnen können. Für den HSV wird es düsterer. Wir schauen nochmal nach Wolfsburg, wo der VfL 3:2 gewonnen hat. Tolle Partie, tolle Konferenz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt viel Spaß mit alle Spiele, alle Tore. Und das ist oben rechts in der Infokarte verlinkt, ebenso wie Quotenwilli. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gerne ein Abo und ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und ciao. I walked into the room. Imagine my surprise. You were sitting close to him, staring in each other's eyes.